Hallo und herzlich willkommen im Wald. Was dieses Ding ist, muss ich euch garantiert nicht erklären. Entweder habt ihr selber sowas oder ihr habt es schon in mindestens 5 Videos gesehen. Das ist natürlich der Sawyer Mini Wasserfilter. Mag sein, dass er noch irgendwelche anderen Bezeichnungen hat. Wie dem auch sei, jedenfalls kann man damit ganz hervorragend das kleines bisschen Wasser, was mein kleines Bächlein hier noch führt, bei der Hitze, die zurzeit herrscht, filtern. Erstmal Tasse ausspülen. Ist immer noch Dreck drin. Jetzt nicht mehr. Stunden später und ich habe eine Tasse. Fast bestes Trinkwasser. Schwimmt noch ein kleines bisschen Dreck drin rum, den ich noch in der Tasse hatte, als ich jetzt hier mein Trinkwasser eingefüllt habe. Zum Wohl! Schmeckt hervorragend. Das muss man diesem Filter lassen. Also ich finde, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber egal, der Effekt ist derselbe. Das Wasser schmeckt noch mal besser, wenn man es vorher durch den Sawyer Wasserfilter gejagt hat. Jawohl. So, was treibe ich eigentlich hier? Also ich trinke nicht nur eine Tasse Wasser, sondern ich wollte euch auch mal ein bisschen was zu Wasserfiltern erzählen, weil erstens hat einer nachgefragt und zweitens kriegt man ja auch so aus den Kommentaren bei den ganz großen YouTubern mit. Hamasaki übrigens, was der zum Teil für olle Kommentare bekommt. Da ist mir das bei mir doch erheblich lieber. Wie dem auch sei, jedenfalls bekommt man da mit, dass eine gewisse Unsicherheit bezüglich Trinkwasser herrscht. Also, dass viele Leute eben ein bisschen Angst haben, wie das denn jetzt nun ist mit dem Wasser aus der Natur, ob man das jetzt nun saufen kann oder nicht. Ich starte das Thema mal mit einer kleinen Anekdote. Ich war mal am Femundsee unterwegs. Das ist ein sehr großer See in Schweden. Gut, die haben da einen Haufen große Seen, von daher jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Jedenfalls, da hieß es zu uns von Seiten unserer Tourleiter, man muss dazu sagen, dass das 16 Jahre her, nein, 14 Jahre her ist, besagte Femundsee-Geschichte. Jedenfalls hatten wir da noch Tourleiter dabei und diese Tourleiter waren der Meinung, wir dürfen garantiert auf keinen Fall aus dem See trinken, da werden wir ganz schlimm krank. So, dann haben wir natürlich diverse Anwohner am See getroffen und die haben uns quasi alle mehr oder weniger bestätigt, dass sie einfach, wenn sie Durst haben, mit der Tasse zum See gehen, diesen hier machen und zum Wohl. Warum erzähle ich euch das? Weil die Darmflora ist lernfähig. Soll heißen, bei einer langfristigen Survival-Geschichte. Das ist einfach mal zum Beruhigen. Wo man oft die gleiche Wasserquelle nutzt, sollte natürlich trotzdem eine gescheite Wasserquelle sein, kann man sich relativ sicher sein, dass man sich im Laufe der Zeit gut an dieses Wasser gewöhnen wird und das dann irgendwann problemlos verträgt. Es ist nun mal ein gewisser Unterschied, ob man jetzt eben so einen Großstädterdarm hat, der ja unser allgemeines deutsches hervorragendes Leitungswasser gewöhnt ist, also so von im Sinne von keine Bakterien oder ähnliches drin, oder eben ob man einen Darm hat, der gewöhnt ist, Wasser aus der Natur zu saufen. Das heißt, wenn ihr lange genug in der Natur unterwegs wart und vielleicht auch die Viren und Bakterien, die im Wasser üblicherweise drin sind, schon kennt, also so eure Darmflora und euer Immunsystem kennen die dann schon, dann braucht ihr auch weniger vorsichtig sein, was irgendwelche Wasserfiltergeschichten und so weiter und so fort angeht. Dass man nahezu alles Wasser filtern muss, hängt erstens mal davon ab, von der persönlichen Immunsystemsituation, von der Empfindlichkeit der persönlichen Darmflora. Da gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Und zweitens hängt es damit zusammen, dass wir es einfach nicht gewohnt sind, schmutziges, in Anführungszeichen, Wasser zu trinken und unsere Darmflora einfach eine Weile braucht, bis sie sich darauf eingestellt hat. Das ist deswegen meiner Meinung nach wichtig, weil man ja möglicherweise irgendwann mal, wenn man ganz langfristig draußen ist, ich gehe ja immer von super langen Survival-Szenarios aus,
dann hat man halt eben das Problem, dass man dann irgendwann einmal der Wasserfilter versagen wird. Irgendwann auf jeden Fall. Selbst so ein Sawyer-Dingens mit seinen, wie viel, 100 irgendwas, 1000, gucken wir nochmal nach, 375.000 Liter. Wobei ich nicht so wirklich fleißig mit dem Reinigen von dem Ding bin, muss ich zugeben. So, jetzt habe ich doch tatsächlich eben Besuch von ein paar fröhlichen Kindern bekommen. Fröhliche Kinder. Na, wenn die wüssten, was noch auf die zukommt, so ernst des Lebens technisch, dann wären die nicht so fröhlich. So, ja, Wasserfilter. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich euch jetzt erstmal erzählen werde, was denn so Fieses im Wasser eigentlich drin ist. Das wisst ihr natürlich auch wahrscheinlich schon, aber ich sag's trotzdem. Und wenn sie es schwer anguckt, ist gut. Und wenn nicht, das Gleiche wie immer. Ne? Ich freue mich natürlich, wenn meine Sachen geschaut werden. Aber primär mache ich's, weil es mir Spaß macht. Gut, zunächst mal kann im Wasser natürlich Bakterien drin sein. Und Protozoen, die schmeißen wir jetzt mal in einen Topf, weil ökologisch gesehen tun die immer fast dasselbe. Eine Protozoo, das ist einfach ein hochentwickeltes Bakterium und ist evolutionstechnisch einen enormen Schritt weiter, weil es bereits einen Zellkern hat und einfach eine bessere Einzellerform ist, in Anführungszeichen, mit Arbeitsteilung im Zellinneren, besitzt bereits Organellen, das ist eine Vorstufe vom Organ und ist einfach besser strukturiert als so ein Bakterium, wo sämtliche Bestandteile des Bakteriums einfach lose im Bakterium irgendwie rumschwimmen und keine so gesehen wirkliche Strukturierung innerhalb des Organismus stattfindet. Und die DNA, die schwirrt da einfach auch so drin rum, ohne irgendwie großartig strukturiert bzw. aufgeräumt zu sein, das Tierchen. Aber gut, wie kriegt man die jetzt tot, wenn man die im Wasser hat? Grundsätzlich, bevor man jetzt darauf eingeht, was man eigentlich gegen die machen muss, muss man nochmal drüber sprechen, inwiefern die überhaupt schlimm sind. Nur weil etwas ein Bakterium oder eine Protozoe ist, heißt das noch lange nicht, dass es sich dabei um einen Krankheitserreger handelt. Es sind natürlich dann immer ganz viele verschiedene Formen von Bakterien und Protozoen im Wasser, sofern dann überhaupt welche drin sind. Und da ist die Chance, dass eins davon dann Krankheitserreger ist, relativ hoch. Wenn wirklich viele da sind. Wenn nur so ein bisschen was drin ist, dann sind die Chancen, dass da ein Krankheitserreger dabei ist, gar nicht mal so wahrscheinlich. Und wie eingangs erwähnt, mit so einzelnen und dann auch noch wenigen Krankheitserregern könnte unser Darm durchaus zurechtkommen. Hängt eben vom individuellen Darm ab, den derjenige dann da besitzt, beziehungsweise wie lange dieser jemand, der dann so ein Wasser trinkt, schon gewohnt ist, Wasser aus dem Naturraum zu trinken. Und interessanterweise ist es übrigens dann oft so, dass wenn man eben in einer Großregion häufiger Wasser aus der Natur trinkt, dass man sich dann insgesamt so an die regionalen Besonderheiten des Wassers gewöhnt, von der Darmflora her. Und das heißt, eben irgendwann kann man es auch so ohne größere Behandlung relativ gut trinken. Manche Wässer natürlich immer noch nicht, aber so das übliche Waldwasser, in Anführungszeichen, das müsste dann eigentlich möglich sein. Dann jetzt, wie kriegt man Bakterien und Protozoen tot? Mit allem, was Zellen kaputt macht. Das heißt, man könnte theoretisch ganz starken Alkohol hernehmen. Also Wodka kann man ungefiltert trinken, zum Beispiel. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz die optimale Lösung für alle Probleme, die da so aufkommen könnten in der Natur, aber es ist schon mal gut zu wissen, finde ich. So, dann kann man das Zeug natürlich mit Desinfektionsmittel kaputt bekommen und damit sind wir bei der chemischen Wasserentkeimung, weil das ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Wasserdesinfektionsmittel. Die einfachen Wasserentkeimungsmittel, die traditionellen, möchte ich sagen, die schon sehr lange auf dem Markt sind und in nicht so reichen Ländern dann auch wirklich verwendet werden, um sogar ganze Brunnen zu desinfizieren. Wer schon mal zum Beispiel in Spanien wandern war, kennt das. Wenn man da irgendwo Wasser findet unterwegs aus irgendeinem Brunnen, dann schmeckt das widerlich nach Chlor. Denn Chlor killt tatsächlich sämtliche Mikroorganismen, Viren zum Teil, aber auch relativ sicher. Ich lese dazu noch mal was nach und schreibe euch dann gegebenenfalls hier noch was hin. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, inwiefern Chlor jetzt bei Viren wirkt.
Und ja, also eben Chlor wäre dann die eine Möglichkeit. Dann gibt es noch Wasserentkeimungsmittel auf chemischer Basis, die auf Oxidationsarbeit setzen und quasi durch enorme chemische Reaktionen, enorme Kräfte, die da im Wasser quasi walten, setzen, die dann halt einfach Bakterien zerreißt, beziehungsweise Mikroorganismen. Neben Wasserentkeimung auf Chlorbasis gab es früher noch Silberionen. Die sind aber so mehr oder weniger als veraltet anzusehen, weil sie manche Dinge halt eben nicht umbringen. Insbesondere die ganz bösen Protozoen überleben Silberionen relativ gut. Heißt, die sind eigentlich nur in Landstrichen sinnvoll, in denen das Wasser ohnehin schon Trinkwasserqualität bis so gut wie Trinkwasserqualität hat. Sprich Skandinavien beispielsweise, da kann man tatsächlich mit Silberionen hergehen und sein Wasser noch mal ein bisschen aufzubereiten. Wirklich trinkbar muss man es da in 90% der Fälle noch nicht mal machen. Also wenn man jetzt nicht wirklich im Dorf ist, sondern tatsächlich eben wirklich in der Pampa unterwegs, wie ich das immer gerne tue und getan habe und bald wieder vorhabe, da ist es dann nicht nötig, dass man da noch was anderes reingibt als Silberionen, und selbst die braucht man eigentlich nicht. Also nur, die haben allerdings den Vorteil, besagte Silberionen, dass sie das Wasser gleichzeitig noch konservieren. Also wenn man da drin mal alles tot hat und dann noch Silberionen reintut oder halt eben gleichzeitig Silberionen plus Chlor reintut, dann ist das Wasser auch noch lange Zeit konserviert. Also ich habe gerade vergessen, wie lange genau, aber irgendwas im Jahrebereich. Wichtig bei Viren ist vor allen Dingen, dass man einfach vermeidet, Wasser zu trinken, in dem Viren drin sein könnten. Daher muss man jetzt beim Thema Virus drauf eingehen, wo kommt denn so ein Virus her? Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Virus jetzt nicht per se für uns gefährlich ist, sondern nur dann für uns gefährlich ist, wenn es eben ein Virus ist, der auch den Menschen befallen kann. Das heißt, wir brauchen irgendwo was Menschliches oberhalb an unserem Bach, wo wir unser Wasser rausholen wollen, damit überhaupt irgendwelche Menschenviren da hinkommen können. Eine Alternative wäre dann irgendwelche Tiere, die Viren beherbergen können, die auch auf den Menschen übertragbar sind. Und das sind evolutionsbedingt dann meistens irgendwelche Nutztiere. Also wenn da oben an dem Bach irgendein interessanter Vogel ist in der Nähe. Wenn da oben an dem Bach also jetzt der Hirsch ins Wasser geschissen hat, das ist zwar unschön, aber jetzt gar nicht mal so dramatisch, wie man im ersten Moment glaubt. Dann hat man halt schlimmstenfalls noch ein paar Darmbakterien vom Hirsch im Wasser. Aber die Menge, so ein Hirschhaufen ist schon groß, aber so ein Bach, der fließt auch ziemlich viel Wasser im Laufe der Zeit den Bach runter. Also die Chancen, dass man da jetzt gerade das hirschverunreinigte Wasser erwischt, sind relativ gering. Und wie gesagt, so ein Hirsch hat in der Regel keine Viren, die für uns interessant sind. Also interessant im Sinne von böse. Ganz anders schaut es halt eben aus, wenn unser Bach durch eine Siedlung fließt und wir unser Wasser unterhalb der Siedlung aus dem Bach holen. Da stehen die Chancen, dass da irgendwelche menschlichen Fäkalien im Wasser gelandet sind, die dann sehr wohl irgendwelche Viren enthalten könnten. Relativ gut. Muss aber auch nicht sein. Also in einer Notsituation, so kleine Bäche, Wasser ist eigentlich immer eine relativ gut trinkbare Geschichte. Also auch wenn man sich nicht sicher sein kann, wo die herkommen, also diese kleinen Bäche und ob da nicht eventuell eine Siedlung dazwischen ist. Man darf das dann auch nicht zu sehr übertreiben. Wenn man was zu trinken braucht, braucht man was zu trinken. Daher... ja, vielleicht erstmal nach anderen Alternativen natürlich umgucken, aber wenn es partout nicht mehr anders geht, dann halt eben so ein Wasser nehmen. Wasserfilter hat man ja in der Regel, denke ich, in irgendeiner Form dabei. Und da muss man halt eben damit leben, dass das Risiko darauf besteht, dass da eventuell ein paar Viren drin sind. Gut, garantiert Viren hat man bei irgendwelchen Wässern, die dann stark belastet sind, weil, und das ist sicherlich auch für die Praxis ganz interessant, weil das wird es immer mal wieder geben, irgendeine Hochwasserkatastrophe gewesen ist. Da ist dann nämlich wirklich auch jede Menge Zeug im Wasser gelandet, was normalerweise gar nicht im Wasser landet. Irgendwelcher Hausunrat, irgendwelcher Abfall und sonst was direkt mit dem Wasser in Kontakt gekommen, und besonders lustig wird es, wenn das Klärwerk einfach überschwemmt wird, und das passiert dann auch früher oder später bei den meisten Hochwässern,
Und damit sind natürlich sämtliche konzentrierten Bakterien, die im Klärwerk und sämtliche konzentrierten Viren und alles, was unsere Zivilisation so zu bieten hat an lustigen Mikroorganismen, sind dann halt eben auch im Wasser drin. Und so ein Zeug kann man einfach mal gar nicht trinken. Also bei wirklich riesigen Überschwemmungen oder sonst was, da braucht man schon einen richtig großen, fetten Wasserfilter. Die einzigen Modelle, die da für den Outdoorer noch zu haben sind, sind diese riesen Katadynfilter, die ungefähr so lang sind, so breit und ungefähr ein Kilo wiegen. Das wird für den Bushcraft dann nicht wirklich was sein, was man nennenswert mitschleppen kann. Gibt Regionen, da muss man sowas mitnehmen, beispielsweise die Türkei. Wer den Lyrkischen Weg kennt, da empfiehlt sich tatsächlich, so einen Wasserfilter dabei zu haben. Sollen auch schon Leute ohne sowas geschafft haben, aber ist sicherlich ganz sinnvoll, dann sowas dabei zu haben, denn diese Filter haben auch eine Aktivkohlemembran und die ist in der Lage, auch tatsächlich Giftstoffe, Chemikalien, die gar nicht leben, die man infolgedessen natürlich auch nicht umbringen kann, aus dem Wasser rauszuholen, und hilft durch diesen Aktivkohlefilter auch so ein bisschen gegen Viren. Was übrigens gegen Viren, um nochmal das Thema Virus nochmal gänzlich abzuschließen, wirklich hilft, ist abkochen. Denn bei Hitze geht ein Virus kaputt. Ein Virus ist im Prinzip ein bisschen DNA mit einer Hülle drumherum. Und diese besagte Hülle drumherum ist wie alle Biomembranen hitzeempfindlich. Und ab, ich glaube, 74 Grad macht es 100 draus, dann hat er auf der sicheren Seite, geht sowas kaputt. Es gibt, glaube ich, kein Virus, der kochendes Wasser überlebt. Das wäre mir jetzt neu. Bakterien gibt es, die können das zum Teil, aber diejenigen, die kochendes Wasser überleben, sind keine Krankheitserreger. Von daher kann einem das dann auch wieder egal sein. Hat man halt irgendwelche Urbakterien getrunken, da kann man sich doch glücklich schätzen, wenn man das Vergnügen hat, Urbakterien beheimaten zu dürfen, kurzfristig, bis sie am anderen Ende wieder raus sind. Naja. Ja, das war also jetzt die Sache mit dem Virus. Kaputt kriegt man ihn dann letztendlich eben auch wieder durch Alkohol im Übrigen oder eben durch Abkochen. Das heißt, wer weiß, dass er Wasser trinkt, wo möglicherweise Viren drin sein könnten, noch einen normalen Wasserfilter zusätzlich vielleicht eventuell verwendet hat, muss es dann halt eben trotzdem nochmal abkochen. Oder man kann es natürlich auch dann gleich nur abkochen, weil der normale Wasserfilter ist dann ja irgendwie vor den Eimer, weil Bakterien und Produktionen beim Abkochen ja aufflöten gehen. Überhaupt abkochen ist wirklich sowas. Das ist besser, als man denkt. Also das ist wirklich nochmal viel, viel, viel besser als sein Ruf, weil Abkochen tatsächlich alles, was lebt, im Wasser umbringt. Und damit wirklich nochmal besser ist als so ein Sawyer-Mini-Wasserfilter, weil der halt eben Viren nun mal nicht schafft. Beziehungsweise manche Viren bleiben wahrscheinlich auch drin hängen, aber man kann sich halt eben nicht darauf verlassen, dass der wirklich auch Viren rausfiltert. Abkochen hingegen hilft da halt eben auch. Deshalb ist Abkochen schon richtig, richtig gut. Das Einzige, wogegen Abkochen halt eben nicht hilft, sind irgendwelche Schwebstoffe, irgendwelcher sichtbarer optischer Dreck. Aber das ist das kleinste Problem. Dann lässt man das Wasser vorher durchs eigene T-Shirt laufen. Dann ist der optische Dreck auch raus. Oder durch die Socke. Gibt so ein besonderes Aroma. Von daher ist das nicht dramatisch, und eben die Chemikalien. Die Chemikalien, und jetzt wieder zurück zum Aktivkohlefilter, bekommt man dann eben nur durch einen solchen raus. Sowas lässt sich aber auch viel besser, als man denkt, improvisieren. Manche zweifeln ja daran, dass diese improvisierten Wasserfilter, die man dann in einer Flasche zusammenstopft, was helfen. Aber die Kohlephase, die man da dann drin hat, wenn man die entsprechend dick macht und entsprechend ausbaut und entsprechend groß macht, dann hilft die sehr wohl und kann halt vor allen Dingen auch noch etwas, was so ein normaler kleiner Wanderer Wasserfilter eben nicht kann, nämlich auch gegen Chemikalien helfen. Das heißt, es ist noch lange nicht, dass man dann so ein Überschwemmungs-Hochwasser-Katastrophenwasser auf einmal trinken kann, weil man sich ein bisschen Kohle, eine Cola-Flasche gekippt hat und da sein Wasser durchlaufen lässt. Ganz so einfach ist es dann auch nicht. Aber selbst so ein selbstgebauter Kohlefilter hilft wirklich erstaunlich gut, denn Kohle hat ganz viele, ganz unterschiedliche reaktive chemische Gruppen und hat dann quasi für jedes Chemikalchen, was im Wasser drin ist und möglicherweise böse sein sollte, das entsprechende Gegenteil anzubieten. Also wenn das jetzt eine Chemikalie ist, blub, 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 dann hängt an der Kohle irgendwo so eine Kralle dran sozusagen, wo dann blub
die Chemikalie hängen bleibt und hängt dann halt eben in der Kohle und nicht mehr im Wasser. Ganz simpel ausgedrückt. Ich kann das natürlich auch noch ganz chemisch erklären, aber dann hört mir keiner mehr zu. Das hilft selbst als Selbstbauvariante wirklich viel besser, als man vermutet. Natürlich hilft das nicht hundertprozentig und holt nicht alles aus dem Wasser. Aber wenn man halt eben Wasser braucht und keine andere Möglichkeit hat, als jetzt wirklich das Oberflächenwasser, was jetzt nun mal gerade eben verfügbar ist, zu verwenden und dringend Wasser braucht, dann kann man da durchaus mit so einem Behelfskohlefilter sich mal für eine Zeit lang sein Wasser so aufbereiten, dass man eine Zeit lang dieses Wasser auch trinken kann, ohne gleich zu sterben. Langfristig gesehen sind dann wahrscheinlich immer noch irgendwelche Dinge drin, die einen langfristig umbringen und sich im Körper anlagern, insbesondere irgendwelche lipophilen Chemikalien, also fettlöslich, die lagern sich dann in der Speckschicht an. Da ist dann wieder gut, dass man ja in so einer Survival-Situation wunderbar abnehmen kann und dann ist das Speck nämlich weg und dann hat man keinen Platz mehr, wo man irgendwelche bösen Chemikalien lagern kann und dann geht es einem wieder gut. Ja, bisschen optimistisch betrachtet vielleicht. Wie dem auch sei, besser als nix. Und der käufliche Aktivkohlefilter, also um zwar quasi so auszudrücken, der Unterschied zwischen der Kohle, die man aus dem Lagerfeuer kratzt und sich als improvisierten Kohlefilter hernimmt, und die sogenannte Aktivkohle, ist einfach, dass die Aktivkohle fein geschrotet ist, damit nochmal eine vergrößerte spezifische Oberfläche hat und noch mehr von diesen kleinen Krallenenden, die die bösen Chemikalien festhalten, aufweist. Ist also nochmal effizienter. Dafür kann man natürlich bei einem selbstgemachten Kohlefilter beliebig viel Kohle nehmen. Also man könnte sich quasi eine komplette PET-Flasche 1,5 Liter mit Kohle, kleingestoßener Kohle, vollstopfen und da alles durchlaufen lassen. Das hätte schon einen gewissen Filtereffekt. Definitiv. Wobei man natürlich auch wieder wissen muss, so eine Kohle ist dann auch relativ schnell gesättigt an den bösen Dingen, die drin ist, und dann kann sie irgendwann nicht noch mehr aufnehmen, weil all diese kleinen Häkchen sozusagen schon voll sind mit bösen Dingen. Wenn man noch mehr Wasser durchgibt, bleiben die anderen bösen Dinge halt nicht mehr hängen, irgendwann wird durchgespült.